Hi, wir sind heute in Oporto am Strand, das hinter mir ist der Atlantik. Und ich will hier heute mit dir darüber reden, ob es besser ist, alleine oder mit anderen Leuten Fotos machen zu gehen. Die Frage ist mir die Woche durch den Kopf gegangen, gerade auch, weil ich hier in der Region vor ein paar Tagen mit meiner Freundin unterwegs war und heute halt alleine hier bin. Und auch von euch kriege ich immer wieder Anfragen wie, hey, ich komme aus da und da, wenn du mal in der Region bist, dann lass uns mal treffen und zusammen fotografieren gehen. Ich finde aber, es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, alleine oder mit anderen Leuten fotografieren zu gehen. Unterm Strich habe ich nämlich das Gefühl, dass ich deutlich bessere Fotos aufnehme, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich kann ja nicht genau sagen, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil ich einfach dann meistens Kopfhörer auf habe, mir Musik anmache und einfach so ein bisschen in the zone bin und halt einfach mich treiben lasse und mich auf die Szene und meine Umgebung konzentrieren kann. Und gerade wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, finde ich, ist es viel schwieriger umzusetzen. Also zum Beispiel war ich ja jetzt auf meinem Color Walk in São Bento und habe da halt diese coolen Reflection Shots aufgenommen, die ja auch vielen von euch sehr gut gefallen haben. Aber ich habe an der Location halt auch einiges an Zeit aufgebracht. Und ja, klar, wenn du mit anderen Leuten fotografieren gehst, sagen dir die immer alle, ja, es ist kein Problem irgendwie da zu bleiben und wir können auch hier einen Moment warten oder so. Aber du hast halt die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf, wenn gerade wenn der andere auch nicht unbedingt fotografiert, sondern eher wartet, weil der halt gerade nicht irgendeine interessante Szene entdeckt hat oder die nicht deine klauen will, dann fühle ich mich und du dich vielleicht auch halt unterschwellig so ein bisschen halt gehetzt. Und dann ist es halt sehr schwierig, der Szene die Zeit und Aufmerksamkeit zu geben, die sie eigentlich verdient und braucht. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du das einfach ohne Probleme ausblenden, aber wie gesagt, ich habe dann halt immer im Hinterkopf, okay, da wartet jemand auf mich. Und ich nehme dann sehr oft einfach nicht die besten Shots auf. Und wenn ich dann aber alleine unterwegs bin, dann bin ich niemandem sonst Rechenschaft schuldig, irgendwie, wie lange ich an irgendeiner Location zubringe. Und wenn ich halt 20 Minuten vor irgendeinem Spiegel chille, um halt irgendeinen Reflection-Shot aufzunehmen, dann fühle ich mich da halt viel weniger gehetzt und habe halt viel mehr Zeit, mit der Szene zu arbeiten. Das heißt jetzt aber halt auch nicht, dass ich zwingend sagen will, dass du nie mit anderen Leuten fotografieren sollst, weil es natürlich auch genug Vorteile hat, mit anderen Leuten unterwegs zu sein und es teilweise deine Kreativität extrem steigern kann. Weil jetzt zum Beispiel, gerade als ich vor den paar Tagen mit meiner Freundin hier am Strand unterwegs war, die hat dann einfach irgendwann einen sehr coolen Shot entdeckt, der mir ohne sie komplett entgangen war und den ich auch alleine nicht hätte aufnehmen können, wo ich mich halt wie gerade eben auf diese Steine gestellt habe und hinter mir halt die Wellen gegen die Felsen brannten und da dann halt so große Splash-Effekte entstehen und es sah halt einfach nach einem sehr coolen Shot aus, den ich alleine gar nicht so wahrgenommen und vor allen Dingen auch nicht hätte aufnehmen können. Generell gilt halt auch hier das Sprichwort, vier Augen sehen mehr als zwei. Also wenn du unterwegs bist, dann sieht vielleicht die zweite Person, mit der du unterwegs bist, nochmal eine andere Szene oder eine andere Lichtreflexion oder so. Und selbst wenn du nicht exakt denselben Shot von der Person klauen willst, hast du vielleicht dann trotzdem so eine Art Kreativitätsschub und halt so eine zusätzliche Idee, was cool wäre zu fotografieren, was du alleine nie so wahrgenommen hättest. Dazu kommt, dass es teilweise auch einfach Locations oder Sachen gibt, die du dich alleine nicht traust zu fotografieren. Also zum Beispiel finde ich Lost Places sehr interessant, aber Lost Places sind meistens abgelegen oder sehr halt runtergeranzt. Und du weißt halt sehr häufig nicht genau, was dich erwartet. Und auch zum Beispiel in München gibt es einen relativ bekannten, das ist der alte Olympiabahnhof. Und der ist jetzt fairerweise nicht mal so abgelegen, aber der ist sehr sichtgeschützt und da gibt es halt immer ein paar Obdachlose, die da rumliegen. Und gerade wenn ich alleine unterwegs bin und halt 1000 Euro Kamera-Equipment mit habe, fühle ich mich da dann wahrscheinlich halt nicht so wohl. Da das aber halt eine sehr coole Shooting-Location ist, gerade wenn du halt Porträts aufnimmst, ist halt super geil, wenn du halt irgendwie eine Gruppe aus zwei, drei Leuten hast, du und dein Model unterwegs bist, weil du dann halt einfach viel weniger angreifbar bist. Und dann ist es halt sehr cool, dort zu sein und da Fotos zu machen. Und ich habe da auch schon ein paar sehr nice Aufnahmen gemacht. Und es ist halt richtig faszinierend, dass es halt mitten in München irgendwo liegt. Aber wie gesagt, halt kein Ort, wo ich unbedingt alleine hingehen würde. Oder vielleicht eine andere Sache, die jetzt noch nischiger ist. Aber ich habe zum Beispiel am Anfang, war ich super nervös, irgendwie draußen in der Öffentlichkeit zu filmen. Und immer, wenn irgendwie eine andere Person dabei war, egal ob es jetzt Fotograf, Freund, sonst irgendwer war, dann war das für mich wie so eine Art Validierung, dass das quasi, was ich mache, was Professionelles ist. Und ich war viel weniger nervös, irgendwie in der Öffentlichkeit zu filmen. So mittlerweile ist es mir relativ egal. Und wie gesagt, jetzt bin ich ja auch alleine und filme irgendwie draußen. Aber am Anfang war das halt ein extremer Motivations- oder Selbstbewusstseinsschub, halt mit anderen Leuten unterwegs zu sein, weil ich mich halt nicht so angreifbar gefühlt habe.
Und ich erzähle dir das Ganze halt, damit du merkst, dass es halt nicht nur so ist, dass ich jetzt irgendwie in die eine Richtung argumentieren will und sagen will, so, es ist viel besser, allein unterwegs zu sein. Ich habe halt nur das Gefühl, bessere Fotos alleine aufzunehmen. Aber es hat halt auch Vorteile, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. So dieser Kreativitätsschub, gerade wenn du halt auch eine kreative Idee hast, die du versuchst umzusetzen. Das kann sehr vorteilhaft sein, halt noch ein zweites Hirn zu haben, das halt mit demselben Problem irgendwie beschäftigt ist und halt irgendwie noch vielleicht neue Lösungen oder andere Ansätze findet, die halt auch interessant sein können für dich. Also das waren meine Gedanken zu alleine oder mit anderen Leuten fotografieren gehen. Lass mich gerne mal hören, was du dazu denkst. Ansonsten hoffe ich, hat dir das Video heute gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.